Gottes Willen. Ein Spaziergang durch die Signore. Geht es euch? Wir sind auf Kurs. So, willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Brotherhood. Ich bin im Moment jetzt gerade verwirrt, weil in der letzten Folge ging hier etwas schief. Er geht in die falsche Richtung. Der Weg, den ihr einschlagt, ist sehr interessant. Ich ginge woanders lang, aber wer bin ich schon? Ein Spaziergang durch die Stadt ist nett. Eigentlich müssen wir in die andere Richtung. Ich möchte eure Autorität nicht untergraben, aber wir sollten jetzt gehen. Er geht in die falsche Richtung. Alter, ich weiß nicht wohin, ey. Die sagen ja nichts mehr. Das ist ja das Problem. Die sagen einem nichts mehr. Die sagen nur mehr, ey, das ist die falsche Richtung und so. Alter, ich bin die ganze Zeit in die verschiedensten Richtungen gelaufen. Warum geht das jetzt nicht? Jetzt sind wir auf dem rechten Weg. Signore, geht es euch gut? Ich hoffe, die lassen uns mit rein. Gut, okay, dann gehen wir mal da lang. Glaubst du, er hat vergessen, wo es lang geht? Wir sind auf Kurs. Das hoffen wir noch haben. Jetzt sind wir auf dem rechten Weg. Vielleicht muss ich mich einfach nur an den Waffen da orientieren. Okay. Jetzt sind wir auf dem rechten Weg. Er könnte hier sein. Jetzt machen wir Zeit gut. Naja, ich glaube lieber die Brücke ist gut, oder? Wir sind fast da. Lieber die Brücke anscheinend. Bald mischen wir uns unter die Feiernden. Okay, das sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Bald sind wir hier fertig. Hallo, warum geht's denn nicht weiter? Gleich sind wir da. Ja. Super, es geht hier anscheinend nicht mehr weiter. Ah, gut. Okay. Hat anscheinend unsere Tastatur ausgesetzt. Interessant. Ah ja, und da warten schon zwei. Den muss man schalten. Ja, genau. Gut, hätten wir das auch geschafft. Gebt mir die Kiste, Luigi. Ich bringe sie zum Bankier. Tretet ein. Wir dürfen nicht rein? Ihr schiebt Wache auf Befehl Cesares. Porca puttana. Cesare? Er ist hier? Luigi wurde ermordet. Wir fanden seine Leiche am Pantheon. Luigi? Der ging gerade rein. Haha, wunderbar. Dem Geld zum Bankier folgen. Den Bankier eliminieren und dann fliehen. Okay. Sagt Claudia, der Bankier ist hier. Ich habe mich nicht mehr.
für den Bankier. Hallöchen. Grüezi. Was dagegen, wenn ich mitkomme? Ja, ich meine, nein, habe ich nicht. Ich war noch nie in Trastevere bisher. Die alten Ruinen machen mich nervös. Ich beschütze euch. Na klar, eine schöne Kiste habt ihr da. Hallo. Ist nicht meine. Aber ihr tragt sie doch in euren starken Armen. Wollt ihr mal anfassen? Und was sage ich dem Priester bei der Beichte? Wollt ihr mal anfassen? Das klingt wie ein Schweizer. Wollt ihr mal anfassen? Schöne Kiste. Das klappt. Ja, ja, die Schweizer. Schönen Gruß da draußen auch an die Schweizer, die vielleicht hier mitschauen. Ich möchte mich nicht über euch lustig machen oder über erzählen. Witzig, aber auch ganz nett. Also, nichts Falsches zu bedenken, dass ich hier irgendwie über euch lustig machen. Geld für euch, Bankier. Ich nehme das. Und das. Weggetreten. Wo ist nur mein Geldbeutel? Honoratissima. Willkommen auf meinem Fest. Ich bin Juan Borgia. Cesare spricht gleich im großen Saal, Eccellenza. Komm. Ja, der wird auch gleich verführt. Gottes Bühne. Ich hoffe, du genießt ihn. Ja, Eccellenza. Es gibt hier so viel zu sehen. What the fuck? So bin ich gestern von mir erkannt, ey. Ich hab doch die Roma bei mir gehabt. Was soll denn der Mist? Habt ihr das jetzt verstanden? Ich hatte doch die Roma da. Warum bin ich jetzt noch einmal krank geworden? Was soll denn das? Ich hoffe, du gehst nicht an. Ja, Eccellenza, tu ich. Es gibt hier so viel zu sehen. Oh, ich sollte keine Kosten. Das sieht man. Die feinen Dinge in diesem Machen, die machen zu lang. Abwesende Flüge. Niemand hält mich auf. Kommt darauf an, wessen Baum es ist. Das verstehst du nicht. Mir gehören alle Bäume. Meine nicht. Ganz im Gegenteil. Ich sah dich Geld von meiner Wache stehlen. Dafür habe ich ja nur einen Schritt ein. Mehr noch, ich will, dass du die ganze Nacht auf den. Warum zieht er nicht mit der Armbrust auf den? Den habe ich doch... Alter, ich habe ihn doch anvisiert gehabt. Warum zieht denn der nicht auf den? Gibt's ja nicht. Super, jetzt wollte ich da alles sofort machen. Gottes Willen, ey. Diese Mission regt auf. Es gibt hier so viel zu sehen. Ah. Ich schalte Gras an. Das sieht man. Wenn ich einem Apfel sehe, fühle ich niemand hält mich auf. Mach ja auch diese Sachen mit. Kommt darauf an, wessen Baum es ist. Das verstehst du nicht. Mach ja auch diese Sachen mit. Mir gehören alle. Meine nicht. Ganz im Gegenteil. Ich sah dich, Geld von meiner Waffe. Ich bin der zweiten durch. Ich will, dass du die ganze Nacht bleibst.
Lasst mich doch mal vorbei jetzt. Gibt's ja nicht. Was soll denn die Kacke? So, okay. Jetzt hab ich's geschafft. Okay. Wie könnte ich meine Siege besser zelebrieren, als mich unter das Volk zu mischen? Bald treffen wir uns hier wieder und feiern ein vereintes Italien. Und dann dauert das Fest 40 Tage und 40 Nächte. Cominciamo! Ora! Wir waren nie einig, Italien zu erobern. Wenn euer brillanter Generalhauptmann sagt, wir schaffen es, dann lasst es doch einfach geschehen. Ihr riskiert das empfindliche Gleichgewicht der Kräfte, das so schwer herzustellen war. Ich begrüße, was ihr für mich getan habt, doch ich führe das Heer, also entscheide ich auch. Schaut mich nicht so an. Genießt den Abend. Okay. Gut. Wir sind hier also richtig. Das ist aber fett. Dreist aber doch. Keinen Augenblick davon. Ein Mann mit Macht sollte den Luxus gering schätzen. Aber ich gab dem Volk, was es wollte. Und nun zahlt ihr die Zeche. Il piacere immeritato si consuma da sé. Requiescat in pace. Ich hoffe, es hat es gegolten, weil ich glaube, ich bin gleichzeitig entdeckt worden. Und ich weiß es aber nicht, ob das gegolten ist. Okay, gut. Da liegt der Dicke. Nur noch
gleich mal. Mal schauen, was er hat. Na gut. Gut, das war also unnötig. Perfekt, also habe ich das doch geschafft. Perfekt. Unbemerkt von einer Bank aus eliminieren. Ja, das wollte ich ja im Prinzip eh machen, aber dann hat es irgendwie nicht funktioniert, dass ich ihn umsetzen konnte. Also musste ich quasi das im Stehen erledigen. Schade. Na gut. Somit haben wir das aber auch erledigt. Und ja. Sagen, in der nächsten Folge geht es dann weiter mit weiteren Morden und Aufträgen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht, und das sollte hier auch. Also bleibt dran und seid gespannt. Bis bald. Ciao, ciao.